Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in Riverwood und nein, ihr habt jetzt nicht das falsche Video angeklickt. Falls ihr denn vorher die eine Folge gesehen habt, da saßen wir nämlich ebenfalls hier. Es fing auch ungefähr genauso an. Es war ein schöner Tag, genauso wie jetzt, nur... Tja. Es ist ein anderer Tag, liebe Freunde. Wir haben den 29. letzte Saat. Wir haben eigentlich immer noch eine Bounty, ne? Hier werden wir mal gucken auf unser Crime-Statistik. Ja, wir hatten einmal... 590 hatten wir mal, beziehungsweise haben wir jetzt mittlerweile insgesamt angesammelt. Unsere größte Bounty war 500. Und die ist jetzt abgesunken auf 121. Wir werden aber noch ein paar Tage hier verbringen müssen, ganz einfach. Ja, damit wir hier ein bisschen noch die Bounty verlieren, ne? Wir müssen uns also von Whiterun fernhalten. Und ich denke mal, da werden wir uns hier, um die Zeit uns ein bisschen zu verkürzen, werden wir uns hier einfach nur hinsetzen und Holzfällerei betreiben. Na, das klappt ja eigentlich ganz gut. So, wir wollen ja ein bisschen die Zeit rumkriegen, deswegen machen wir das einfach so über das Menü. So. Noch einmal. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir doch eigentlich genug erstmal, oder? Ich weiß es nicht. Wie viel? Ja, so. Ja, wo haben wir die? Da ist sie. So. Tja, in der letzten Folge, das habe ich eben noch gesehen, in der letzten Folge haben wir uns die hier hergestellt, liebe Freunde. Das sind Armschienen. Und wenn wir uns mal hier in der Third Person ansehen, wir sehen verdammt gut damit aus. Die passen auch irgendwie so ein bisschen hier zur Rüstung, ne? Zu dieser Fur Armor. Klar gibt es da auch noch die wirklich dazu passenden Fur Braces, also die Fellarmschienen, aber die haben wir nicht. Aber so vom Farbschema finde ich, passen die ziemlich gut mit diesem, was ist das hier unten eigentlich, was wir um die Hüfte haben? Waffenrock? Irgendwie sowas, ne? Finde ich, passt vom Farbschema ziemlich gut, deswegen... Störend ist das eigentlich auch nicht. So. Wir gehen jetzt erstmal zu Hot. Der scheint immer noch in seiner Hütte zu sein, denn da in der Mühle, da ist er nicht. Ja, liebe Leute, schneller können wir leider nicht. Das ist einfach so. Aber das ist ja auch nicht nötig, ne? Immerhin haben wir alle Zeit der Welt. Wir haben sogar noch mehr Zeit einfach deswegen, weil wir ja hier sowieso festhängen, bis unsere Bounty ja, sich aufgelöst hat. Denn wir können unsere Bounty verlieren, ja. Das ging im Urspiel nicht. Das macht alles natürlich eine Mod
wie auch eigentlich sonst alle Besonderheiten hier in diesem Spiel. Here for work? Get an axe and bring me all the wood you can chop. Durch eine Mod können wir Feuerholz kaufen. Honest gold for honest work. Durch eine Mod können wir einfach so Feuerholz May the sammeln. Gods watch over your battles, friend. Oh ja. Er mag uns schon. Wahrscheinlich einfach, weil wir ihm... Hallo. Der Mann lässt mich einfach so mit dir allein, hä? Huh? Was der sich wohl dabei denkt, hä? Huh? Naja. Sieht ja eigentlich ganz angenehm hier aus, ne? Viele Kerzen, die machen aber irgendwie kaum Licht, ne? Merkwürdig. Ein Stahldolch. Na, den muss ich euch nicht abnehmen. So, schauen wir mal weiter. Eimer. Nee. Gut, hier drinne gibt's eigentlich nichts Wertvolles. Wir hätten sowieso nicht stehlen dürfen. Obwohl, die Sachen, die wir uns einfach dann nehmen können, die... Da haben sie ja dann nichts gegen, ne? Tja. Ach, ja. So. So ist das, liebe Freunde. Ja. Riverwater, genau, wir könnten die doch auskochen. Noch einmal. Verdienen wir uns auch nochmal ein kleines bisschen XP. Wird sich wahrscheinlich lohnen. So. Jupp. Das hat sich doch gelohnt. Ich bin gerade am überlegen, handeln wir noch mal ein bisschen mit Lukan oder lassen wir das? Müssten wir eigentlich überhaupt irgendwas? Na klar, was zu essen. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Meine Güte. So. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Wir können doch nicht ohne Essen aus dem Haus. Oh. Ja. Ja, sowas gibt es. Das ist von der Mod Wearable Lanterns. Die fügt halt Lampen hinzu, also solche Laternen. Die kann man tragen, sich umbinden oder sonst irgendwas. Und, oh, der hat ein Zelt. Ah ja, gut. Ein Backpack. Ah, der vergrößert unsere Traglast, huh? Unsere Tragfähigkeit. Wäre vielleicht ganz nützliches und... Oh, liebe Freunde, ich glaube, den können wir uns sogar kaufen. Liebe Freunde, das machen wir. So. Haben wir den gekauft. Was gibt's denn sonst noch hier? Ja klar, Iron Maces und sowas. Das ist... Schwerter. Oh ja, Potions sind natürlich immer gut. Nehmen wir doch auch nochmal eine mit. So. Haben wir 409. Vielleicht gibt's ja hier noch was für einen neuen Septime. Travel Cloak. Also was brauchen wir eigentlich nicht. Aber ja, solche Poisons wären nochmal gut. Aber er hat sehr wenig davon. Und sonst, wir können das ja mal nach Preis sortieren. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie was für einen neuen Septime. Mal gucken. Jedenfalls nichts Nützliches, verdammt. Gut. Damn thieves! As if things weren't bad enough. So, dann rüsten wir mal unseren Backpack aus und da haben wir ihn auch. So. Diese Rucksäcke kommen natürlich mit einer Mod, und zwar der Mod Frostfall.
Und oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Tja. Very hungry, very thirsty. Ja, was zu essen haben wir uns natürlich da jetzt nicht geholt. Das war sehr clever, aber ich glaube, der hatte auch gar nichts. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Hab nicht drauf geachtet. Ja, wirklich. So, dann schauen wir mal hier. Was hat Orkner denn so zu verkaufen, ne? Der grimmige Orkner. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Take a look. So. Hm, ja, das... Das wäre doch was. So. Eins und, Oh, Vegetable Soup. Venison Chop. Ah, nehmen wir mal die Vegetable Soup. Na, so. Ping. Alright then. Damit hätten wir das. Und dann essen wir die mal. We need more water, you need more food. Aha, so. Und so. Und jetzt? Wie sieht das jetzt aus? Hm? Tja, das gibt's doch gar nicht. Liebe Freunde, wir brauchen immer noch. Need a room? Drink for the thirsty, food for the hungry. Dann holen wir uns das eben noch einmal, ne? So. Und, dann holen wir uns noch mal was Leckeres, ne? Was zum... Ein... Daedra-Herz. Okay. Wie Orkner in den Besitz dieses Gegenstandes kommt. Ne? Nennen wir es jetzt einfach nur mal Gegenstand. Das will ich gar nicht erst wissen. Wollen wir noch einmal einholen? Von den Cabbage Potato Soup? Ja. Wir haben ja mehr als genug Geld. So. Und die Vegetable Soup, die essen wir nochmal. So, wie sah denn das jetzt aus mit unserem Skill hier, ne? Wir hatten ja ein paar Punkte. 2000. Also, da können wir doch sicherlich irgendwo was machen. Snake. Das nehmen wir. So. Na also. Mensch, Emre, was... Was treibt euch denn hier in die Taverne? You're kind of fuzzy. What's wrong with you? Also, er ist schon... Er ist schon hackedicht. Naja. Tja, ich glaube mal, er ist der größte Geldquell hierfür. Für dieses Inn, für das Gasthaus. Er ist jeden Tag da drinne und säuft sich weg. Naja. Good dog. Good dog. Nee. Raus in die Wildnis gehen wir jetzt nicht. Es wird nämlich dunkel. Ich weiß auch gerade gar nicht, was wir jetzt noch machen könnten, großartig, dass wir hier die Zeit rumkriegen. Weil, obwohl, eigentlich könnten wir es ja doch, ne? Holzfäller, Holzfällerei, könnten wir machen. Wir haben ja jetzt den Rucksack, da haben wir ein bisschen größere Kapazität. Stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe irgendwie heute mein Problem mit dem Denken. So. Na toll, wir sind müde. Ja, wie jetzt? So, na also. Und noch einmal. So, das letzte Mal für heute. Was? Ach so, einer hat gefehlt. Okay.
ist ein bisschen dunkel. So, dann sehen wir wieder was. Legen wir die nochmal ab. So. Und dann suchen wir nochmal unseren Weg nach zu Hort. Na, ich glaube, der war hier oben wieder. Oh Mann, wir können die Galaxie sehen. Ist das herrlich. Na, letztendlich ist das keine Galaxie, sondern ein Nebel. Na, wenn man sich da mal mit der Lore beschäftigt, die Sterne. Es sind letztendlich Löcher im Himmel. Genauso die Sonne. Die ist eigentlich auch nur ein Loch im Himmel. Ein ganz großes. Got business here. Honest gold for honest work. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen reinlesen, falls das euch interessiert. Ist ziemlich interessant. Das hier mit den ganzen Sternen und so, dass das Löcher im Himmel sind. Es hat auch so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte so ein bisschen zu tun von der ganzen Welt hier. Ne? So quasi von allem. Von Elder Scrolls. Und zwar ist das so, dass diese Ebene hier, Nirn, Mundus, dieses Universum, in dem hier auch Tamriel spielt, also auch Skyrim und so, das wurde einfach nur von den Göttern erschaffen. Und zwar mit Hilfe der Energie der Götter. Und die sind dadurch schwächer geworden, als diese Welt erschaffen wurde. Die meisten sind geflohen und hatten noch genug Energie übrig, um aus dieser Welt hinauszukommen und haben dabei eben diese Löcher in die Hülle gerissen und das sind die Sterne geworden. Jeder einzelne Stern ist quasi das Überbleibsel, beziehungsweise eben ein Riss in der Hülle von Mundus, verursacht durch einen Gott, beziehungsweise eben einem Gottwesen, weil das sind ja eigentlich so gesehen nur übernatürliche Wesen. Ja, weil Gott, das ist so ein ultimativer Begriff irgendwie. Merkwürdig. Naja. Und all diese Sterne, die kommen jeweils von einem. Und die Sonne, die stammt von dem Ersten, der gemerkt hat, dass die schwächer werden. Der hat das halt als erstes gemerkt, ist abgehauen und hat die Sonne geschaffen. Damit. Also, ich habe das jetzt auch nur so grob erzählt. Falls es euch interessiert, könnt ihr das mal in Ruhe nachlesen. Sonst, vielleicht gibt es hier ja auch irgendwo in Skyrim ein paar Bücher, die ich dann auch nochmal irgendwann vortragen kann. Falls da das Feedback da ist, falls ihr das mal hören wollt, wie denn so diese Lore hier aussieht, ne? Das ist nämlich ziemlich interessant. So. Aber genug draußen herumgegammelt. Wir gehen jetzt ins Inn und schlafen uns aus. So. Ach so, deswegen ist das hier jetzt so hell. Alvor, der Schmied. Kann seine Fackel eigentlich hier wegstecken. Pass auf, nicht, dass du hier die Hütte anzündest. Das ist gefährlich. Das weißt du. Du arbeitest mit dem Feuer. Oh Mann, der steckt uns hier noch die Bude an. Mensch, Alvor, nun geh da mal runter. Das ist ja... So. Wir müssen ihn so ein bisschen schubsen, damit er hier so ein bisschen runtergeht. If it's simple and strong, I can forge it. Give me a mug of ale. Coming right up. Hatten wir hier noch das Bett? Nee, müssen wir uns noch kaufen. Okay, Delphine? You're that visitor been poking around. Ja, genau. Wir sind der. So, wir brauchen ein Bett. Sure thing. It's yours for a day. Das ist doch gut. So, dann. Hoppala. Das Falsche. Ah.
Was? Nein, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die Tür schließen. So, meine Güte. Ah, so, und dann holen wir uns eine schöne Mütze Schlaf. So, und wir haben Durst und Hunger. Und zwar sehr viel. Ich glaube, die paar werden hier nicht reichen. Naja. Jo. Give me a mug of ale. Coming right up. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Tja, Ogner ist heute mal wieder besonders grimmig. Der will uns nicht mal ansehen. Aber das muss auch gar nicht. So, was habt ihr zu verkaufen? Let's sate that appetite, hm? So ist richtig, mein Lieber. So ist richtig. Nehmen wir einfach die Vegetable Soup. Oder hat er vielleicht was anderes? Leckeres irgendwie? Nee? Ach, aber auch irgendwie. Nee, wir nehmen so einen. So. Until next time. Zack. Und dann? Wir hätten noch ein bisschen mehr essen können. Oh Mann. Wie hungrig waren wir denn? So, aber wir schauen nochmal auf unsere Stats, ne? Wir wollen ja unsere Bounty loswerden und die beträgt jetzt nur noch 103. Ah. Das ist blöd, weil... Wir wollen die ja auch mal loswerden, ne? Wir könnten uns natürlich auch einfach den, Wachen einfach stellen, sagen, ey, Leute, ich will mein Kopfgeld bezahlen, ne? Müssen wir die einfach ansprechen? Von wegen, ja, ich bin ein gesuchter Verbrecher und dann... Und wisst ihr was, Leute? Wir wollen auch mal einfach so nach Whiterun. Ohne die Gefahr, dass sie uns entdecken. Na, weil das wird passieren, dass sie uns irgendwann entdecken. Da muss nur ein bisschen Zeit vergehen. Und ich denke mal, wir machen uns jetzt auf den Weg. Die hier, die sollten wir aber allerdings... egal. Diese Potion wird uns abgenommen, wenn wir uns stellen. Machen wir uns mal auf den Weg und stellen uns dem Gesetz. Gray skies loom on the horizon. Okay, es wird also jetzt gleich höchstwahrscheinlich anfangen zu regnen. Oh Mann. Und dabei ist es schon so dunkel. Keine einzige Wache hier. Das ist ja merkwürdig. Ach, da vorne ist doch eine. Ey. Wait. I know you. Da. Die kennen uns schon. Die müssen wir uns nur genau genug ansehen und dann erkennen die uns. Okay. Ja, okay, das, man soll natürlich jetzt tun, man wäre kein Gesuchter, deswegen. Naja, gut. The only mistake was you showing your face. You've committed crimes against Skyrim and her people. And it's time to face the Jarl's justice. Ja, gut. Wir können natürlich jetzt
die Verhaftung verweigern und sagen, wir würden lieber sterben als ins Gefängnis gehen. Wir könnten uns natürlich ergeben und uns ins Gefängnis bringen lassen. Dann werden wir da unsere Zeit absitzen und dann sind wir wieder frei und haben kein Gold verloren. Oder wir bezahlen einfach unser Kopfgeld. Dann ist denen das auch in Ordnung. Und ich würde mal sagen, wir zahlen einfach unser Kopfgeld. Na? Wer weiß, wie lange wir im Kerker hocken würden. Für 103 Goldstücke. Deswegen, so. Good enough. I'll just confiscate any stolen goods you're carrying. Then you're free to go. In Ordnung. All right then. Jetzt haben wir auch die, Dingens, wie ist es noch? Die Potion of True Shot verloren. Die hat er uns ja abgenommen. Er hat ja gesagt, er konfisziert sämtliche gestohlenen Waren, die wir bei uns tragen. Ach, ich muss sagen, das war denkbar einfach. So, und jetzt, wenn wir die jetzt ansprechen. If you need potions, you should try Arcadia's Cauldron. Jetzt haben wir keine. Jetzt haben wir keine Bounty mehr. Und wir können auch mal nachsehen hier in unseren Stats. Wir haben keine. Hier ist nichts mehr mit White Run Bounty oder so, wie wir das vorhin hatten. Das liegt nämlich ganz einfach daran, weil wir jetzt keine Bounty mehr in irgendeinem dieser Fürstentümer haben. Und zwar in keinem, sonst stimmt das hier irgendwo. Ach, und das Wetter ist grauenhaft, liebe Freunde. Das Wetter ist grauenhaft. Ja, unsere Kleidung saugt sich gerade mit Wasser voll. Da hat doch jemand geschrien. Nee, wir sind schon so nah an den Stadttoren, da brauchen wir die Fackel nicht mehr. Aber wir könnten hier nochmal uns ein bisschen ranstellen. Nicht wahr? Vielleicht wärmt uns das ein bisschen. Nee. Nee, tut's nicht. Die Wärme verfliegt einfach. Uns wird da immer kälter und kälter. Das ist blöd. Oh. Wird es da etwa schon wieder heller? Okay, stehen wir nicht weiter im Regen rum. Wir müssen irgendwie einen Unterschlupf suchen, sonst werden wir hier noch klitschenass und dann... Na, das ist ja nicht schön. Ich denke mal, wir gehen hier in den Drunken Huntsman. Diese kleine Taverne, wo man auch Jagdausrüstung kaufen kann. Ach, ist das herrlich. Gut. Setzen wir uns hier einmal kurz hin. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es erneut heißt Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.